Und? Also, 1, 2, 3, 4. Luftballons in den Farben des Bistums Hildesheim. Ein Gruß aus der Bischofsstadt für das ganze Bistum. Mit 30.000 Quadratkilometern ist es immerhin die drittgrößte Kirchenregion Deutschlands und Heimat für über 600.000 Katholiken zwischen Nordsee und Hannover-Schmünden, zwischen Weser und Harz. Ein Bistum mit langer Tradition. 2015 wird es 1.200 Jahre alt. Die Jubiläumsfeiern wollen gut vorbereitet sein und deshalb hat Bischof Norbert Trelle jetzt in bester Innenstadtlage von Hildesheim in einem ehemaligen Geschäft ein offenes Projektbüro für das Jubiläum eingeweiht. Alles, was gut werden soll, braucht auch eine gute Vorbereitung. Wie wollen wir es umsetzen? Wie können wir Leute einladen, dass sie zu uns kommen und mit ihrem Beitrag das erweitern, was uns durch Geist und Seele geht und das Herz erfüllt? Und da meine ich, ist dieser Ort wunderbar. Wir haben die Beziehung nach draußen zur Straße und das Büro ist einladend. Die Leute fühlen sich sicherlich, so hoffe ich, eingeladen, auch mal den Schritt über die Schwelle zu tun. Wer den Schritt über die Schwelle wagt, trifft dort den Projektleiter des Bistumsjubiläums, Thomas Harling. Er möchte mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen und dabei auch die ganz großen Fragen erörtern. Zum Beispiel, wozu sind wir auf der Welt? Was haben wir eigentlich zu bieten nach 1200 Jahren? Und es ist eigentlich ganz klar, dass wir die Fragen eben nicht nur unter uns beantworten können, sondern dass wir einfach mal hören müssen, was haben die Leute für Fragen, was haben die Leute für Antworten. Die ersten Fragen und Antworten, Gespräche über Gott und die Welt, gab es dann auf dem Vorplatz der Hildesheimer Andreaspassage. Mit Sekt, Jazz, Kaffee und Eis. Zuvor waren schon die bunten Luftballons mit Postkarten, auf denen die großen Fragen des Lebens zu lesen waren, auf die Reise ins Bistum gegangen. Sie sollen deutlich machen, dass alle im Bistum eingeladen sind, sich an den Jubiläumsvorbereitungen zu beteiligen, sagt Thomas Harling. Natürlich ist es schön, wenn das Bistumsbewusstsein gesteigert wird und unterstützt wird. Aber im Grunde geht es uns auch darum, dass wir sagen, wir hoffen, dass im Rahmen dieses Bistumsjubiläums, dass die Leute mit ihren eigenen großen Fragen in Kontakt kommen, weil das für uns eigentlich immer so was ist, dass man dann im Grunde eine religiöse Erfahrung macht.